Hi Leute, es geht weiter mit dem Thema Vereinbarkeit. Ich habe letztens einen Vortrag von Inga Höltmann gehört zum Thema New Work. Und da ist mir schlagartig klar geworden, der Weg in die Vereinbarkeit kann nur gelingen, wenn Männer weniger Stunden in die Lohnarbeit stecken. What? Vereinbarkeit, das bedeutet für mich eine gelungene Vereinbarung von Berufstätigkeit und Elternrolle. Politisch kommt dann meistens die Forderung nach mehr Kita-Plätzen im Sinne von, je länger die Betreuung, desto einfacher die Berufstätigkeit für Mütter und je mehr berufstätige Mütter, desto gelungener Vereinbarkeit. Fertig. So sind berufstätige Mütter quasi Symbol für gelungene Vereinbarkeit geworden. Emanzipation bedeutet aus dieser Perspektive die Gleichstellung der Frau mit dem Mann auf dem Arbeitsmarkt. Na, wer hat's gemerkt? Sehr einseitig. Großer Denkfehler. Erst andersherum wird ein Schuh heraus. Erst wenn Männer ebenso viel Zeit in Care-Arbeit investieren und ebenso viel in typischen Frauenberufen stecken, dann ist Emanzipation erreicht. Stichwort Teilzeit für alle. Beide Seiten müssen sich bewegen und irgendwann in einem gesunden Gleichgewicht treffen. Heute ist es noch oft so, dass Mütter auf dem Arbeitsmarkt mit solchen Vätern konkurrieren, die sehr viel Care-Arbeit abgeben. Solche Männer können Karriere machen und gleichzeitig eine tolle Familie haben, weil ja eben die Frau zu Hause die Familie managt. Was im Einzelfall kein Problem ist, führt systematisch dazu, dass jede Hausfrau und jeder vollzeitarbeitende Mann dazu beitragen, dass Väter und Mütter, teilzeitarbeitende Eltern, auf dem Arbeitsmarkt chancenlos sind. Gleichzeitig sind solch traditionelle Familienmodelle der Grund für die finanzielle Schieflage zwischen Männern und Frauen, die heute faktisch immer noch eine Abhängigkeit der Frauen von ihren Männern bedeutet. Hört sich alles nicht so richtig nach gelungener Vereinbarkeit an, oder? Ich verrate euch, wo der Haken ist. Die 40-Stunden-Woche ist für Vereinbarkeit nicht geeignet. Und da kommt New Work ins Spiel. New Work, das ist als Gegenmodell zum Kapitalismus gestartet. Der österreichisch-US-amerikanische Begründer Friedrich Bergmann sah das Ende der Lohnarbeit und beschreibt stattdessen drei verschiedene Arten von Arbeit. Neben der Lohnarbeit kommt die konsumtive Arbeit dazu und das, was wir wirklich, wirklich gerne machen. New Work, das bedeutet, dass Lohnarbeit nicht im Zentrum steht und damit werden die anderen Bereiche, mit denen wir unsere Zeit verbringen, automatisch aufgewertet. Das Konzept der Arbeit wird also komplett neu gedacht. Lohnarbeit ist nicht das Zentrum, sondern nur noch ein Teil davon. Mehr Zeit für Kreativität und Selbsterfüllung. Zentrale Werte der New Work sind Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft. New Work in kurz, das sind dann vor allem Arbeitskonzepte jenseits der 40-Stunden-Woche. Warum? Naja, zum einen, weil wir so viel produktiver geworden sind als früher und zum anderen, weil viele repetitive Aufgaben heute automatisiert werden können. Und die Idee, wenn wir weniger Zeit mit Lohnarbeit verbringen, dann haben wir mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel unsere Familie, unsere Kinder, unsere Eltern. Im Moment ist die 40-Stunden-Woche immer noch die Regel. Und so lange wird auch die Karriere in der 40-Stunden- oder mehr-Woche die Regel sein. Und wenn es eine 40-Stunden-Woche braucht für Karriere, dann werden Frauen, die Karriere machen wollen, Care-Arbeit reduzieren. Care-Arbeit oder Fürsorge wird dadurch entwertet, weil sie aus Minimum reduziert zusätzlich zur Lohnarbeit erledigt wird, quasi nebenbei, oder dadurch, dass sie ersetzt wird. Stichwort Nanny, Putzfrau, Eltern ins Pflegeheim nach Osteuropa. Als seien Beziehungen bepreisbar. Ihr habt es am unterschiedlichen Setting vielleicht schon gesehen, ich bin gerade nicht zu Hause, sondern ich bin in New York. Und wenn das hier die glorreiche Zukunft sein soll, dann sage ich, nein, danke. Hier sieht man oft im Park schwarze Nannys mit weißen Kindern. Die eigenen Kinder der Nannys sind irgendwo untergebracht, wo die Betreuung weniger kostet als das Nanny-Gehalt. Und das ist nicht Emanzipation, das ist nicht Gleichheit, das ist sicherlich nicht, was ein Feminismus möchte. Das ist Berufstätigkeit privilegierter Frauen auf Kosten menschlicher Beziehungen in einem System, in dem Fürsorge keinen Wert hat. Warum wohl geben solche Frauen Care-Arbeit ab? Naja, weil Karriere in Teilzeit eben nicht möglich ist. Die Lösung also? Karriere muss jenseits der 40-Stunden-Woche möglich sein. Und das geht nur, wenn Männer und Frauen unabhängig von ihrer Elternrolle regulär weniger Stunden mit Lohnarbeit verbringen. New Work ist die Lösung. Für Männer und für Frauen. Für Männer, weil es gesünder ist und weil es ihnen standardmäßig mehr Zeit mit ihren Kindern, mit ihrer Familie, mit anderem als Lohnarbeit bringt. Und für Frauen, weil sie nur durch die Reduzierung der Präsenzkultur, durch die Reduzierung der Stundenanzahl die Ressourcen erhalten für echte Vereinbarkeit. Wenn wir gerne arbeiten gehen, dann sind wir gut. Und wann gehen wir gerne arbeiten? Wenn wir wissen, dass unsere Familie nicht darunter leidet. Kinder sind nicht flexibel. Aber Lohnarbeit kann agil organisiert werden. Es ist Zeit, die Menschen und ihre Beziehungen in den Mittelpunkt unseres Lebens zu rücken. Die Arbeit kann heute drumherum organisiert werden. Das ist Emanzipation. Nicht der Frauen, sondern der Menschen vom Primat der Lohnarbeitswelt. Oder was denkt ihr? Was versteht ihr unter New Work? Und könnt ihr euch vorstellen, eure Arbeit neu zu organisieren? Schreibt mir in den Kommentar. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaut auch in meine anderen Social Media Accounts. Ich habe alles Mögliche in der Infobox verlinkt, also guckt da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.